Weil Klasse. für mich hat sich jetzt nichts geändert, dass ich bei MediaKraft bin. Es ist nur ein anderes Unternehmen, was mir mein YouTube-Geld auszahlt. Herzlich willkommen zurück in der Together Show und ich bin immer noch auf dem Weg, auf der Suche nach Gravel. Und da hinten ist der Nordop und der ich will sein. Ich hab zwei Stapel gefarmt hier. Ich hab hier dein. Irgendwie, Nordop, du wolltest, glaube ich, irgendwas. Du wolltest von mir irgendwas wolltest. Achso, du wolltest Netherrack haben, da hast du es wieder. Ja. Und du, Luca, wolltest, glaube ich. Nee, du hast eine Spinne getötet, bevor du die Aufnahme gestartet hast und ich habe die XP bekommen, oder? Genau. So war das, irgendwas war da. So, damit sind wir in der neuen Folge und es geht weiter. Ich brauche übrigens noch zwei, drei Bücherregale. Vier Stück. Ah, ist mir egal. Dafür muss ich jetzt erstmal zu den Kühen gehen. Aber wir gehen direkt weiter mit dem Thema, weil das interessieren wahrscheinlich welche. Ich bin durchs Portal gegangen. Ja, rede du einfach mal weiter, da kann ich ja sehr wenig. Zombies. Doch, ich kann dazu was sagen. Was sehr Interessantes zu TGN. Egal. Warst du ganz kurz bei GameStar? Mal. Mein Feuerzeug hast du auch, du Penner! Ja, das. Das Thema sind YouTube-Netzwerke. Den hat auf einmal alles von Nordop geklaut. Ich hab nichts geklaut, ernsthaft nicht. Ich weiß nee, nicht. Du hast nur meine Kiste durchsucht. Ja, aber ich hab keinen Redstone. Also, was ich ja zu meiner Netzwerke-Dings, bla bla. Also, erstmal das, was Commander Krieger damals mal gesagt hat, dass man ja ein Gewerbe anmelden muss und alles Mögliche, das stimmt immer gar nicht. Dazu hat auch Semper-Video ein gutes Video hochgeladen, das kann ich euch einfach empfehlen. Bei Semper-Video auf dem Kanal einfach Gewerbe suchen, Gewerbe-YouTube-Partner, dann findet ihr das. Aber das ist jetzt erstmal off-topic. Jedenfalls, ich bin zurzeit in gar keinem Netzwerk. Ich war auch nie in einem Netzwerk. Ich war mal kurz davor, in ein Netzwerk zu gehen, aber das war eigentlich dann irgendwie. Scheiße, ich hab die vorletzte Kuh getötet. Hat sich das egal. Die vorletzte! Ja. Wir haben nur eine. Ja, jetzt müssen wir bei ihnen nicht welche suchen. Wir holen deine Mutter, die macht schon. Oh. Ja, richtig böse. Irgendwas ist mit Nordop bloß halt jetzt. Wieso hast du den da hingesetzt? Weil ich mir immer auf eins verzaubern wollte. So. Ja, da hinten sind so viele Bücherregale, kann ich nicht auf Level 1 Ich rede einfach so weiter, ja. Ganz egal, was die da machen. erstmal kurz, hat einer von euch Gravel? Ja, ich hab dir doch einen Stapel zugeworfen. Ja, nur einen Stapel. 14 Stück habe ich noch. Und die brauche ich, glaube ich, selber noch. Ja, egal. Also, bevor ich mir jetzt was nehme, Dena, darf ich überhaupt in deine Truhen reingucken, ob du aber am besten fragst du dann, ob du irgendwas haben darfst, damit ich nur weiß. Darf ich gucken, ob du mein Feuerzeug hast? Und am besten hörst du langsam auf, hier alles zuzubauen. Was macht er denn? Oh, er baut hier alles voll bei mir. Die oberen alles Blöcke waren von dir da, die habe ich nicht hingesetzt. Ja. Naja, also, ganz am Anfang, ich bin ja noch einer der Glücklichen, geht das überhaupt zur Zeit noch? Ich weiß es gar nicht, dass man sich so mit YouTube partnern kann, das habe ich nämlich damals gemacht. Das ging aber damals nur, wenn man wirklich alle Rechte an allen Spielen hatte und damals war es so immens schwer, an irgendwelche Spielrechte dran zu kommen, weil die Spieleindustrie ja da noch gar nicht so richtig involviert war. Also ich rede jetzt gerade von vor einem Jahr ungefähr. Wo ich angefangen hatte, bin 2000 Abonnenten oder so, bin ich Partner geworden. Bei YouTube war das dann erstmal, hab dann erstmal nur Minecraft gemacht, etc., etc. Und mit der Zeit wollte ich dann aber auch andere Games machen, nur dann braucht man dafür natürlich Lizenzen. Habe ich mir gedacht, okay, was sind hier so für Netzwerke? TGN, Machinima, waren das zur Zeit die großen, sag ich mal. GameStar hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch erst so 30.000 Abonnenten und auch die Website war jetzt auch noch nicht so bekannt vor einem Jahr, wie sie jetzt ist. Auch die Zeitschrift ist ja mittlerweile sehr, sehr im Handel erhältlich überall, keine Ahnung. War die und so Zeitung nicht, war die Zeitschrift nicht früher viel erfolgreicher als heutzutage in Zeiten des Internets? Zeitschriften sind doch allgemein mittlerweile. Also irgendwie. Die GameStar war doch eigentlich früher noch viel bekannter, hätte ich jetzt mal so gedacht. Die haben ja auch schon diese kommentierten Videospielvideos gemacht, bevor es den Begriff Let's Play überhaupt gab, wo sie auch schon eigentlich Spiele gespielt haben. Also ich meine schon vor 10 Jahren und sowas. Oder ich kann nur sagen, dass damals kannten sowas von wenig Leute GameStar. Das war einfach so, weil damals als Gronkh ja, als YouTube-Netzwerk Gronkh war damals nicht. Auch noch gar kein, ja, das meine ich ja gerade. Gronkh war damals auch noch gar kein Partner und die ganzen anderen, na, ist auch egal. Jedenfalls wollte ich dann auf jeden Fall zu Machinima gehen, weil die da gerade so ein geiles Video hochgeladen haben von wegen, hey, wir nehmen deutsche Leute an und kommen in unser Netzwerk und senden uns einfach nur deinen Content. Da dachte ich mir so, okay, mach's dann mal einfach. So eine Schnapsidee habe ich dann gemacht. Und war natürlich, also die kamen dann an, ja, mindestens 100 Abonnenten und ich hatte da dann irgendwie 2000 oder so, hab das dann eingesendet. Die meinten dann so, ja, kannst ruhig zu uns kommen. Ich habe mir dann erstmal den Vertrag von denen zusenden lassen, hab dem meinem Vater, beziehungsweise unserem Steuerfritzner gegeben, der ist den durchgegangen, hat gesagt, nee, will ich nicht hingehen. Und weil da halt so ein paar Klauseln drin waren von wegen, ja, wenn ich das unterschreibe, dann ist da, bin ich da zwei Jahre verpflichtet und hab dann immer das gleiche Gehalt und bla. Und das Gleiche dann eigentlich auch bei TGN, vor allem nur bei TGN war es bei mir jetzt in letzter Zeit so,
die spammen mich einfach zu. Die haben mich bei Twitter dreimal gefragt, die haben mir per Mail ungefähr 10 Mails gesendet und bei YouTube, ich habe die blockiert, damit die mich nicht weiter zuspammen, von wegen, hey, komm zu TGN. Also TGN ist dann somit das unseriöseste und bescheuertste einfach, was ich kenne. Es ist, da gibt es noch deutlich unseriöser, also. Zein. Na, warte, lass mich doch erstmal ausreden, Mann. Nein. Das war bei Nordop gerade auch schon so. Ich habe gar keine Steine, fällt noch gerade auf. Jedenfalls war ich dann halt so von wegen, oh, GameStar, können die auch mal nachfragen, ob die da vielleicht wen annehmen. Und dann war das zufällig gerade die Zeit, wo diese Let's Play-Woche da stattgefunden hat. Und da hattest du ja mit Pete, glaube ich, dann was aufgenommen. Yep. Und dann wollte Pete mich doch dann irgendwie adden deswegen, ne? Richtig. Dann hast du ihn an mich weitergeleitet und so, bla 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 bla. Wir haben uns dann unterhalten darüber und so weiter und so fort. Also ich mit Pete von Pete Smitty, wenn jetzt gerade auf dem Schlauch steht oder so. Und der hat mir dann auch einen Vertrag zugesendet. Und da dachte ich dann eigentlich hinzugehen, vor allem, weil ich da auch schon ab 16 hin durfte. Und ich war halt damals 16 oder 15 sogar noch. Oder 16, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wie alt bist du heute? Wenn du weißt, wann du Geburtstag hast, müsstest du wissen, wie alt du dann bist. Ja, aber ich weiß nicht, in welchem Monat das war. 2012. Das war Februar oder März, so. Ja, deswegen. Ich werde im Februar 16, beziehungsweise jetzt 17. Und dann warst du auf der Schwelle 15, 16. Ja, irgendwie so. Jedenfalls, ich suche übrigens Kühe, aber ich finde keine. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, Luca, du lässt es, du versuchst unabhängig zu bleiben. Ich weiß zwar nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber egal. Habe ich dann jedenfalls gesagt, nee, okay, ich gehe doch nicht hin, ich überleg's mir, bla bla. Und dann war ich jetzt erstmal die komplette Zeit wirklich unabhängig. Ich war in gar keinem Netzwerk, bin auch in gar keinem Netzwerk. Und ich bin eigentlich recht zufrieden. Vor allem, weil wenn man Lizenzen haben möchte, kann man ja immer den Entwickler einfach per Mail anschreiben. Vor allem bei EA ist es sehr geil gelöst, muss ich echt sagen. Die haben nämlich eine Liste von deutschen Leuten, bei denen, die in der Kategorie PR und Marketing arbeiten. Und da kann man sich dann, da stehen dann irgendwie 5 verschiedene E-Mail-Adressen von Leuten, die dafür zuständig sind. Da habe ich dann so einen Oliver Krause, keine Ahnung, wie der hieß, angeschrieben. Findet ihr auch alles bei denen auf der Website. In einem langen Text, ob er mir denn die Lizenzen geben könnte. Und da meinte der, ja, machen wir zwar nicht so häufig, aber hier. Und dann jetzt habe ich zum Beispiel die Lizenzen an allen EA-Spielen von EA bekommen. Auch zur Monetarisierungslizenz. Und das sind unter anderem halt Battlefield, FIFA, SimCity, ne, Dena? Und spielt ihr SimCity? SimCity ist noch gar nicht draußen, oder? Das neue? Nein. Boah, scheiße, Creeper. Aber es wird geil, glaube ich. Hoffe ich. Hat einen Chor. Sollte jetzt noch halbes. Mein Deutsch. Naja. Jedenfalls gibt es. Du wolltest irgendwas zu unseriösen Netzwerken sagen, da war ich gerade sehr gespannt. Du hast ja gesagt, dass TGN überhaupt das unseriöste Netzwerk überhaupt ist und da wollte ich nur kurz. Weil. Ja, ich habe ja nicht gesagt, so was vorsichtig sein muss, weil wenn du das sagst, dann sagen jetzt viele der Zuschauer, ja, Concraft hat gesagt, TGN ist das unseriöseste überhaupt. Ja, das und jetzt, die sind nicht unseriös? Ich meine, Commander Krieger hat ja sogar so ein Hate-Video gegen sein damaliges Netzwerk gemacht. Das war aber nicht TGN. Er war doch ja, aber das war nicht bei Game Inside. Ja, ich finde, man sollte vorsichtig mit sowas sein, weil halt viele Leute das dann sonst einfach nachsagen. Und dann, ja, sowas ist Rufmord sogar, glaube ich, ja. Ja, wenn das ist sogar echt Rufmord, wenn du sowas machst. Wenn du sagst, TGN ist total unseriöses Netzwerk überhaupt. Ha? Es ist eine ganz einfache Meinung. Du hast auch vorhin gesagt, dass Galileo ja kompletten, du zweifelst an diesen Sachen, die sie da machen und bla bla bla. Das ist dann. Das ist kein Rufmord. Das ist, als wenn du. Das wenn ich doch sage, TGN ist das unseriöseste. Ich habe das übrigens gar nicht gesagt, dass es das unseriöseste ist. Ich habe gesagt, ich finde TGN einfach nur bescheuert. Und das ist meine Meinung. Die Zuschauer werden es ja, die können in den Kommentar schreiben, ob du es gesagt hast oder nicht. Aber das ist ja auch, ich meine jetzt nicht, dass du jetzt hierfür in den Knast kommst. Nein. Aber ich meine nur, dass es an sich grenzt sowas schon an Rufmord, wenn du sagst, dass es unseriös ist. Weil unseriös heißt, dass man mit denen keine Geschäfte machen soll. Das macht deren Geschäft kaputt. Damit haben sie einen riesen Schaden. Und das ist Rufmord. So, aber davon mal ganz abgesehen, TGN ist jetzt einfach zu viel gewachsen. Und die haben nicht genug Mitarbeiter, sind wahrscheinlich auch nicht profitabel. Also das Unternehmen TGN an sich macht keinen Gewinn, haben große Probleme und deswegen hat man da als Partner schlechten Support gehabt. So scheint es die mir jetzt Außenstehender. Nein, die machen keinen Gewinn. Die haben auch ein Video gemacht, dass sie von ihrer Mutterfirma sozusagen, die sind ja gar kein eigenes YouTube-Netzwerk, sondern nur ein Unternetzwerk von Broadband TV. Und Broadband TV bezahlt im Moment alles, was TGN hat, weil TGN hat selber gar keine Einnahmen. Und weil alles, was TGN-Partner bekommen, ist das gleiche, was TGN von Broadband bekommt, eine komplizierte Sache. Nö. Was wahrscheinlich eh die meisten interessiert. Bloß, es ist kein besonders unseriöses Unternehmen, das wollte ich nur nochmal sagen. Aber es gibt viele YouTube-Netzwerke, und da muss man aufpassen, die unseriös sind.
Wer auf jeden Fall nicht dazu gehört, sind zum Beispiel eben GameStar, pass auf, das ist eine Spinne, oder auch Mediakraft oder was es sonst noch so gibt, oder Maker Studios, die waren ja jetzt auch ganz groß in der Kritik, weil die mit Ray William Johnson da einen Vertrag hatten und der raus wollte und die wollten ihn behalten und dann gab es einen großen Crash und die einen und der Vertrag war so und der Vertrag war so und dann haben sie über Twitter Beef gehabt und haben sich andere große YouTuber eingeschaltet, das war schon recht amüsant, aber an sich sind die auch seriös. Und es gibt ja auch noch sowas wie Gaming Clerks oder so ganz, ganz kleine. Enable Network gibt es, glaube ich, auch schon. So ganz kleine. Gaming Clerks sind, soweit ich weiß, auch sehr seriös. Aber es gibt halt, Enable weiß ich nicht, aber es gibt halt ein paar kleine Netzwerke, die auf jeden Fall, wo man halt aufpassen muss. Und darum bei den Netzwerken, bevor man irgendeinen Vertrag unterschreibt, immer da erstmal ganz genau durchgehen, wie der Concrafter das ja gemacht hat, wie er uns gesagt hat, bevor man da halt irgendwas unterschreibt, weil man sich da halt teilweise auch für ein, zwei Jahre verpflichtet. Also ich weiß, bei GameStar ist der Vertrag relativ, obwohl, dürfen wir das überhaupt sagen? Der ist relativ, ich sag mal, klein. Im Vergleich zu zum Beispiel Machinima. Damit ja, Machinima ist bekannt für Knebelverträge, wo diese Einheit dann für viele Jahre verpflichtet. Ich unterbreche dich, tut mir leid. Kannst du weiter reden. Ist es nicht bei Machinima in Amerika so, dass man sich ein Leben lang bindet? Das war früher so, jetzt nicht mehr. Aber die ersten Verträge waren wirklich lebenslänglich. Und dann hat auch irgendein YouTuber gesagt, dass er da raus wollte. Und dann gab es da ganz großen Aufschrei in der YouTube-Gemeinde. Das war so, glaube ich, der erste große Fall. Und ja, seitdem ist man da, glaube ich, nur noch zweijährig oder siebenjährig. Das ist auch unterschiedlich. Nur noch zwei oder sieben. Das bekommt ja nicht der gleich jeder denselben Vertrag. Sondern auch unterschiedlich. Auch als kleiner YouTuber bekommt ihr sowieso mit Abstand immer den schlechtesten Vertrag und darum. Aber es gilt auch immer verhandeln. Also wenn ihr bei einem Netzwerk seid, da geht es einfach eiskalt. Da geht es halt um Geld und da muss man natürlich dann auch verhandeln, sich, um zu schauen, ob man da irgendwie was Besseres für sich selbst raushandeln kann. Eben, die Netzwerke wollen euer Geld. Also ich werde so lange wie möglich probieren, ohne Netzwerk auszukommen. Ja. Das kann man ist auch eigentlich machen. Klug. Ist halt... Der Vorteil vom Netzwerk ist halt, dass man, sich nicht darum kümmern muss. Also jetzt als Let's Player musst du dich nicht darum kümmern, ob du irgendwelche Rechte hast, sondern das macht halt das Netzwerk für dich. Aber was für jetzt normale, sag ich mal, offengelegte Vorteile hat man dadurch, außer jetzt vielleicht so ein Cross-Promoting, dass irgendein Größerer dein Video liked? Das kann ja auch so passieren. Also ich meine, wenn kannst ja auch so. Ja, deswegen ist es ja auch kein richtiger Vorteil. Ja, wie gesagt, der größte, also die bieten natürlich viele Netzwerke, das ist auch alles unterschiedlich. Die sagen dir halt, ja, wenn du zu uns kommst, dann hast du die und die Vorteile. Und das ist halt von Netzwerk zu Netzwerk unterschiedlich. Viele sagen, du verdienst mehr Geld, das ist eigentlich nie der Fall oder fast nie der Fall. Aber es muss man sich halt alles genau anschauen, das ist bei jedem unterschiedlich. Oder dass man halt, dass man promoted wird in irgendeiner Weise, aber es ist auch immer von Netzwerk zu Netzwerk unterschiedlich. Ja. Und als Let's Player natürlich, dass die Rechte haben. Aber ich meine, Rechte, wenn man ich wollte gerade sagen, wenn man die will, dann kriegt man sie auch, aber das stimmt natürlich nicht. Nur zum Beispiel. Und dass man alle Partnerfunktionen hat. Wie du ja schon gesagt hast, also heutzutage ist es schwer, richtiger YouTube-Partner zu werden, also mit dem Kanalbanner oben. Und das geht halt nur als richtiger Partner und das wird man halt leichter über Netzwerke als direkt über YouTube. Mittlerweile muss man ja schon Netzwerkpartner werden. Sonst hat man, ich weiß nicht, was hat man jetzt als Monetarisierungspartner? Thumbnails? Hat man einen Partner im Hintergrund? Keine Ahnung. Man hat auf jeden Fall nicht diesen Banner oben, soweit ich weiß. Den hat ja niemand mehr jetzt mittlerweile. Die hat niemand mehr? Doch. Welchen, also ich hab den. Meinst du auf dem Kanal-Hintergrund? Ja, ja, dass man halt einen Banner oben hat. Den hat man noch, aber den über den Videos zum Beispiel, dieses, weiß ich nicht. Achso, ja, den nicht. Nein, nur den über dem Kanal. Weg und was ist noch alles weg mittlerweile? So ziemlich viel. Ja, das ist die gute Startseite. Ja. Ja. Vieles, also und darum, das ist halt auch ein Vorteil. Und damit sind wir schon wieder bei 13, 37. Achso, ja. Ja, eigentlich wollte ich ja noch was überhaupt in dieser Folge über Mediakraft sagen, beziehungsweise immer alle sagen, ja, Mediakraft hier, die machen ganz YouTube schlecht, früher war alles besser und jetzt ist es alles nur Kommerz und so. Und damit oder alle YouTuber, die zu Mediakraft gehen, werden total schlecht und so weiter. Denn vorsichtig. Scheiß cool. Weil für mich hat sich jetzt nichts geändert, dass ich bei Mediakraft bin. Es ist nur ein anderes Unternehmen, was mir mein YouTube-Geld auszahlt. Also ob das jetzt GameStar ist, beziehungsweise ja, IDG, die dahinter stellen, oder Mediakraft. Und bloß, dass ich halt ein paar andere anderen Vertrag habe bei denen halt. Ja, Geld. Darfst du sagen, was man da... Also, was man verdient? Nein, klar, in der Aufnahme darf ich das sagen. Nee, allgemein nicht, denke ich. Oder man... Ja, zum Beispiel GameStar steht... Nee, nur wo ich jetzt drauf hinaus wollte, bist du da hingegangen wegen... mehr Geld oder wegen mehr Support? Beides.
Beides. Ah, okay, gut. Also am liebsten ist mir eigentlich, wenn ich bei einem Netzwerk, dass es einfach bei mir im Hintergrund ist. Und ich kann mein Ding durchziehen. Wenn ich mal ein Problem habe, habe ich da schnell einen Kontakt. Und ansonsten natürlich, dass das Netzwerk sich nicht übermäßig selbst viel Geld abzwackt und für sich einbehält. Sondern dass ich das, dass ich natürlich aus meinen Videos natürlich ich selbst das meiste bekomme, weil es bringt ja nichts, wenn das Netzwerk, also mir bringt es natürlich nichts, wenn das Netzwerk irgendwie da besonders viel Geld rausbekommt. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ich meine Videos natürlich einfach machen kann und dass ich mich nicht um sowas kümmern muss, worum sich das Netzwerk kümmern kann. Und bei GameStar war das einfach nicht so ganz gegeben, dass ich mich, also hatte ich das Gefühl. Aber das kann auch für jeden halt anders sein und darum möchte ich da auch kein Netzwerk irgendwie schlecht reden oder so. Und das muss man immer für sich selbst sehen, schauen und so weiter. So, dann habe ich nochmal was zu Mediakraft gesagt. Ich würde euch nur direkt davon abraten, zu irgendwelchen unseriösen Netzwerken zu gehen, vor allem wenn es irgendwie amerikanisch ist. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass alle amerikanischen Netzwerke schlecht sind und dass ich die irgendwie schlecht machen will. Nicht, dass ihr das so interpretiert, aber auf jeden Fall hinterfragen, Vertrag genau durchschauen. Am besten nicht alleine, sondern mit einem Vater oder mit einer Person, die sich damit auskennt. Seid vorsichtig, ne? Das ist ja nicht mehr so Pipifax. Das ist schon, das, ne? Das kann schon mal ganz böse enden. Ja. Und damit beende ich diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.